sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Also diese Sache mit der Bürgerversammlung war ja eine Nummer. Die Sache mit der Bürgereingabe ist die nächste, bei der ich jetzt so langsam frage, was soll das überhaupt? Ne? Also wir haben hier eine enge Partie. Diese ganze KVG-Netzreform wird jetzt von einem Wahlkampf zum nächsten geschleppt. So, jetzt warten Sie also offensichtlich darauf, dass nach der Oberbürgermeisterwahl im Rahmen irgendwelcher Koalitionsverhandlungen dann irgendwelche Koalitionspartner sich finden werden, die diesem Ding zu ihren Bedingungen zustimmen. In Wirklichkeit ist es doch so, die Vorlage liegt längst vor, sie ist nicht im Geschäftsgang, sie wird nicht eingebracht, weil sie keine Mehrheit hat. Sie hat keine Mehrheit. Und daran wird sich auch durch die Oberbürgermeisterwahl nichts ändern. Was wir hier haben, durch die Bürgereingabe der Umweltverbände, sind konkrete Vorschläge, wie diese Liniennetzreform mehrheitsfähig gemacht werden kann. Ja? Ich finde es ein bisschen schade, wenn Frau Koch sagt, sie würde diese Bürgereingabe ablehnen, um die Liniennetzreform möglichst mehrheitsfähig zu halten. Nein, umgekehrt. Indem Sie dieser Bürgereingabe zustimmen, geben Sie das entscheidende Signal dafür, dass wir dieser Liniennetzreform zustimmen können. Das ist der Punkt. Lassen Sie uns doch endlich mal diese Hängepartie beenden. Wir haben prinzipiell nichts gegen die Modernisierung des Netzes. Das ist nicht der Punkt. Womit wir ein Problem haben, sind die realen Angebotsverschlechterungen und das Grundparadigma des Sparens und Streichens. Und in dem Augenblick, in dem diese Bürgereingabe durch ist, ist diese Liniennetzreform für uns zustimmungsfähig. Das will ich nur mal festhalten. Und ich möchte noch mal appellieren, endlich mal die Kuh in der Hinsicht vom Eis zu kriegen. Wir haben Ähnliches bereits signalisiert mit unseren Haushaltsänderungsanträgen dazu im Dezember. Da war die Antwort ja relativ eindeutig. Wir würden es hier nochmal signalisieren, indem wir diese Bürgereingabe unterstützen. Und ich fordere Sie auf, einfach tatsächlich mal einen Schritt auf die Kritikerinnen und Kritiker zuzumachen. Denn klar ist, solange Sie diese Mehrheit nicht haben, wird diese ganze Basta-Politik, die darauf hinausläuft, an der gegenwärtigen Vorlage kein Komma mehr zu ändern, nicht durchkommen. Also gehen Sie auf uns zu, gehen Sie auf die CDU zu, lassen Sie uns einen Konsens finden, der aber eben nicht basiert auf Streichung, Angebotsverschlechterung, sondern auf tatsächlich einem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Danke.